Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Toad War Attila mit den Pikten. In der letzten Folge haben wir uns hier Toronum geschnappt und bauen sie jetzt auf. In der heutigen Folge habe ich mir überlegt gehabt, wollen wir mal erstmal Frieden schließen mit den Alemannen. Das ist eigentlich ziemlich in meinem Interesse. Gleich haben wir erstmal ein bisschen Ruhe, können unsere Städte ausbauen. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Speisen und Jagen als mit Zuhören. Also beeilt euch mit eurem Geschwätz. Der hängt da schön rum, das passt ja schon mal hier mit der Zufriedenheit. Nehmen wir 2300. Wir kommen mit Stärke zu euch, um Worte der Stärke zu sprechen. Antwortet mit der Stärke, die Frieden willkommen. Ja. Mal 1500 raus und super. Sie sind dafür. Finde ich gut. Sie mögen mich zwar immer noch nicht, aber sie haben akzeptiert, dass sich jetzt der Krieg nicht mehr lohnt. Das ist gut. Okay. So, Handelsabkommen. Kein Interesse. Oh, die haben Steine. Edelsteine, ey. Gut. Wie sieht's jetzt mit den restlichen aus? Habt ihr Interesse an einem Frieden auf einmal? Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte. Nein, habt ihr nicht. Wir haben Best. Okay. Wie sieht's mit euch aus? Habt ihr Interesse dran? Mutig oder törig. Okay, gut. Okay, gut. Wir haben Frieden erstmal mit ein paar Nationen, also mit einer Nation jetzt zumindest. Das heißt, Köln ist ein bisschen sicherer. So. Tim. Jo, wissen wir. So. Okay. Reden mal kurz mit dir und ich möchte jetzt, dass du militärischen Zugang widerrufst, und zwar für die Franken. Und dafür bezahle ich dich auch. Mensch, ist das nicht ein Angebot? Geben wir dir mal 3000 als Angebot, als erstes. Zu wenig, okay. 6000. Willst du gar nicht, okay. Gut, dann kann ich da nichts machen. Schade. Dann werden wir da erstmal auch nichts tun dran, ne? Aber meine Armee rekrutiert hier hinten noch fleißig. Die ist jetzt auch voll. Cool. Gewaltmarsch wurde zwar eben locker bis nach hinten kommen. Auch geil. Können wir ruhig machen. Den verschleißt, dann können wir jetzt leben. Das ist diese Runde noch okay. Guckt euch mal den Kopf an. Der ist voll in die Länge gezogen gerade. Ja, aber sowas von die Länge gezogen hier. Auch nicht schlecht. Sieht der jetzt auch hier so aus, dann? Nö. Dann nicht. So, ja. Okay. Suchst du erstmal eine Ehefrau? Das ist eine gute Idee. Ah, du hast auch schon Kinder hier. Du hast auch keinen, aber nicht mit deiner Frau natürlich. Was auch klar ist irgendwie. Naja. Okay. Euch schmeißen wir erstmal alle zusammen, weil ich kriege ein bisschen mehr Geld rein. Die nächsten Runden. Was wir ein bisschen mehr einsetzen können, um die Städte aufzubauen. Ah, es reicht genau nicht um 300. Schade. Machen wir das nächste Runde, das für Köln umbauen. Okay, gut. Wann können wir hier bauen? Steht nicht fest. Naja, egal. Ich würde sagen, an der Stelle können wir jetzt auch die Runde beenden, oder? Stimmt, du musst dich um gar nicht mehr kümmern, fällt mir auf. Dann segeln wir erstmal zu den Jüten. Denn das ist die nächste Gefahr, die uns blüht. Und die Alemannen brauchen wir uns ja nicht zu kümmern hier. So. Okay. Hier drüben könnte man zum Beispiel einen Hafen aufbauen. Da haben wir auch einen Zugang zu dieser Seeprovinz hier und sehen dann auch alles. Wäre nicht schlecht.
Ich habe jetzt vor, eine Friedenspolitik ist erstmal voll auszunutzen und alle verwüsteten Städte hier wieder neu aufzubauen. Und dann durch Geld quasi mich hoch zu pushen. Wäre eine Möglichkeit. So. Dafür muss ich jetzt hier weiter eigentlich gar nichts mehr machen. So, gehen wir mal durch. Wer möchte mit mir handeln? Keiner irgendwie. Schade. Dann werden wir es einfach mal sein lassen. Beenden jetzt die Runde. So, dass wir damit auch fertig sind. So, die Abdani bewegen was. Ja, schiebt doch ruhig. Vollkommen okay. Die Franken schieben was. Die Dänen schieben was. Okay. Ja, die Jüten machen noch was. Ja. Die bewegen wieder einen ihrer Streiter bei mir. Okay. Diese Saniten machen irgendwas für den Oströmern. Ach ja. Ja, die Weströmer sind mittlerweile auch schon fast tot, von daher. Und die brauchen sich auch keine Gedanken mehr zu machen. Finde ich sehr schön. Muss ich ja ehrlich behaupten. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Himya, Lachmin, Mauri. Ja, ja, Matsune, stadam, dadam. Switch durch, mein Freund. Jetzt kommen die ganzen Römer. Ja, verzweifelter Angriff der Gallier. Wow. Doch nicht so ganz verzweifelt. Da ist noch was da. Ja, okay. Der Kampf ist definitiv verloren. Dann gehen wir aggressiv. Ne, wir gehen defensiv vor. Wir haben mehr Artillerie als der. Zack. Und. Ih, wir haben ja 300 Mann verloren. Aber seine Armee ist tot. Bam. Ja, und da brauchen wir uns echt keine Sorgen zu machen. Die werden jetzt sterben hier. Und die Fort wird wahrscheinlich auch gleich angreifen. Nein, macht sie nicht. Okay. Aber immerhin, meine Armee hat hier Erfahrung bekommen. Finde ich auch cool. Puh. Der Feind hätte um ein Haar jemand auf unserer Seite ermordet. Doch, okay. Der lebt also noch. So, was hast du denn hier? Ah, treu. Gefällt mir. Nehmen wir mal gleich an hier. So. Okay, den wollen wir äußern beseitigen. Gescheitert, na toll. Na toll. So. Auch die Wachstube reißen wir wieder ab. Jetzt können wir hier umbauen. So, keltische Krieger können wir immer noch rekrutieren. Das ist so ein Boni hier. Extrem gute Sache. Wollen wir früher oder später uns hier auch noch Avaricum holen. Also denkt daran, Leute, immer schön Namen. Ah, fällt mir ein, ich kann mal kurz gucken hier. Schau mal schnell nach, ob ihr wieder einen Namen hattet für mich. Strike. Jetzt suchen wir schnell die letzte Folgen von dem Let's Play. Ihr hattet doch bestimmt wieder ein paar schöne Namen gehabt für Städte. Schauen wir mal rein. Die 57. Na. Ich möchte jetzt keinen Sound hören hier. Was? Da ist ja gar nichts. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. War da bestimmt noch irgendwo ein Name von euch? Nein, nein, ich werde kein Horror-Game spielen. So. Okay, ich bin enttäuscht, Leute. Das sind keine Namen gerade. Nennt mir einfach wieder ein paar Namen, bitte. Denn die Städte brauchen ja wieder welche. Ich will sie ja nicht Toronum heißen, das ist ja ein schrecklicher Name. Sehr langweilig. So. Wow. Minus 98 Zufriedenheit. Das ist ja echt mal eine Kunst. Der General ist aufgestiegen. Das ist doch schön.
Bam. Und schon haben wir das geändert hier. Plus 4. Cool. Boah, da brauchen wir auch schon eine hammermäßige Militärpräsenz hier, ey. So. Okay, gut. Minus 1 sanitäre Anlagen haben wir gerade. Ich wollte ja mehr auf Industrie gehen, so war der Gedanke dahinter. Okay, bauen wir mal einen Kunsthandwerker. Hier lassen wir es mal noch sein. Okay, wie sieht es hier aus? Hier wird noch gebaut. Fleißig. Fleißig, fleißig. So, die Armee hier drüben, die rekrutiert wieder nach. Aha, zwei Runden. Drei Runden. Gehen wir mal in befestigt. Und zack. Hey, jetzt flotter. So. Oder stecke ich euch nach Dragonautum? Ja, komm, machen wir mal glatt. Du kannst ruhig hingehen. Ist die Stadt erstmal auch safe hier. So. Ja, die Stadt ist schon echt viel wert hier. Da will ich jetzt noch nicht hin, aber momentan sieht es ja generell sehr gut aus. Wir können es ja ausdehnen zurzeit, ohne irgendwelche Probleme zu erwarten. So, euch schicken wir irgendwann mal dort drüben dann. So, wir können auch mal keltische Krieger hier nachrekrutieren, oder? Machen wir 3 Stück bitte. So. Okay, ui, hier könnten wir nochmal eine Räucheranlage aufbauen. Aktuell Verarmung 13 auf dem Punkt. Wie sieht es in Lindum aus? Seht ihr Anlagen 4. Das ist nicht wirklich gut hier. So. Hier wollte ich jetzt was bauen, wie es aussieht. Wie sieht es denn hier aus? Verarmung 8. Ja, ich könnte nochmal Kanäle bauen eigentlich, aber... Und hier stattdessen nochmal einen Korbmacher bauen. Bauen wir erstmal einen Korbmacher nochmal. So. Dann wollen wir mal schauen, unsere Flotte. Die Stürme der Vergeltung. Schicken wir jetzt mal nur so los hier. Ich möchte später schon irgendwann mal diese Stadt hier drüben haben. Die könnte man sich echt gut umbauen hier. Du bist kurz davor, in feindliche Gewässer zu gehen, aber okay. Okay, gut. Dann wollen wir mal wieder die Runde beenden. Glaube ich, oder? Hier ist kein Gravitas drin, hier ist nur ein bisschen was. Ah, dass man die einfach noch nicht einsetzen kann hier. Gerade. Aber du kannst nächste Runde Unterstützung sammeln gehen. Das finde ich gut, das möchte ich nämlich haben. Müssen wir versuchen, wieder unseren Gravitas-Wert ein bisschen zu erhöhen. Also allgemein unsere Macht möchte ich mehr in diesem Bereich behalten. Wäre ganz schön. Okay. Gut, hier finde ich auch minus 7, das ist schon hart. Naja. Okay. Dich bewegen wir definitiv noch nicht. Dich brauche ich später auf jeden Fall gegen Visontio, wenn wir die wieder einnehmen wollen. Okay. Dann wollen wir wieder die Runde beenden. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ihr seid stark und weise, und doch seht ihr diesem Krieg. Nein, ich werde euch nicht beitreten.
Das ist definitiv nicht mein Ziel. Ach, die Dänen bewegen wieder ihre Flotten da drüben. Was ist schön sinnlos hin und her. Oh, was macht der jetzt da? Irgendwie Sabotage wahrscheinlich. Scheint aber nichts geschafft zu haben. Oh, der hat mein Spion da drüben gerade. So ein Arsch. Jetzt die Frage, was wird aus dem? Der ist mir wichtig. Meine Spione sind mir wichtig. Ach ja. Ach ja. Da kommen die Himia, die Lachmiden. Ich könnte mir eigentlich gut vorstellen, mal mit den Tanukiden-Let's Play zu machen. Die sind schon ziemlich interessant. Ich finde halt die Lage als Horde doch schon ganz cool. Jetzt kommen die Gallier wieder. Ja. Es wird gepackt, machen wir auf aggressiv und dann müssten die eigentlich weg sein. Ja, da haben wir es. Kopf ab. Super, der ist weg. Genau das wollte ich auch sehen hier gerade. So, 86 Gefangene, 8%. Wir sollen eure Niederlage ehren? Mit einem Bogen? Oder einer Säule? Oder dem Klagen eures versklavten Volkes? Seid ihr irgendwie bescheuert? Ihr habt doch gar nichts davon, mich anzugreifen. Das war irgendwie gerade mal eine selten dämliche Aktion von euch. So, Jüten, Köln, Belka, willkommenes Scheitern. Super. Ah, scheiße. Unser Agent wurde ermordet. Rebellion bevorstehend. Kaldonia und Hibernia. Wow. Not so nice. Da marschierst du mal bitte hoch hier. Ab nach Aldon. Hier oben ist ja die Garnison eigentlich gut genug in Thyrsis oder was auch immer das, wie auch immer das hier eigentlich heißt dann. Die Vandalen sind dem Krieg gegen uns beigetreten, wie ich gerade sehe. So. Mal einen Axtkämpfer mit dazu. Jetzt den Gedrex ist wieder da. Super. So, okay. Erfolg. Super, der ist erstmal weg wieder. Schön verwundet. Wuhu! So. Flotte mal bitte hier rüber. Okay, da sehen wir eine jüdische Flotte. Gut, So, jetzt gibt es hier ein bisschen Geld raus. Finde ich auch schön. Wie viel Geld machst du eigentlich gerade? Naja, wissen wir. Aber okay, wir plündern ja in feindlichen Gewässern. Das ist ja ganz cool. Finde ich. So. Wie sieht es denn damit aus? Da fehlt mir noch Geld für. Noch werden wir erstmal also nichts unternehmen hier. Wir werden nur besetzen. So, dich mal bitte wieder normale Formation. Marschieren wir bitte mit dir nach Thronum. Das nennt ihr eine Garnison. So, das hat Köln jetzt auch aufgebaut hier. Brauchen definitiv nochmal eine Budrune, ne? Definitiv hier drin dann. Steht schon mal fest. Hier kommt ein Brunnen rein, denn ich möchte dafür sorgen, dass hier die Stadt nicht zu dreckig wird dann. So. Echt, 13.000 kostet mich das. Das ist schon krass. Aber gut. Damit müssen wir leben. Okay.
feind gegen uns, die Vandalen. Okay. Ich wüsste ja nicht, was die Vandalen davon haben, uns anzugreifen. Außer, dass wir ihnen sowieso überlegen sind. Willkommen! Sprech! Mach schon! Vergeudet keine Zeit, die besser mit Jagen verbracht wäre! Ja, ja. Tributstaat von dem Markomannen. Okay, gut, verstehe. Da ist natürlich einiges klar. Da reagieren die einfach blind. Naja, gut. Da kann man nichts machen. Okay, Leute. Ich würde auch sagen, heute beenden wir jetzt meinen Part erstmal. Ich würde sagen, ich verabschiede mich wieder von euch. Wie gesagt, schreibt mal bitte wieder ein paar Namen rein für ein paar Städte hier. Da ich gerade jetzt vorhabe, mich erstmal dadurch zu vergrößern, diese ganzen zerstörten Städte einfach aufzubauen wieder. Denn da kann ich mir jetzt gezielt aussuchen, wie ich jetzt was aufbaue hier. Zum Beispiel möchte ich hier in Lugdunensis vermehrt auf Landwirtschaft gehen. Das ist eher das, was ich möchte. Während ich wahrscheinlich in anderen Provinzen wieder anders vorgehen werde. Aber ich möchte hier gesagt ein Drohne mehr auf Landwirtschaft vorgehen. Hier drüben Belgica ist ja eher Industrie. Mal sehen, was ich hier mache. Vielleicht eine Militärprovinz mal wieder. Und hier mal schauen, hier könnte ich wieder Industrie machen. Das ist gar keine so blöde Idee. Okay, ich verabschiede mich wieder von euch. Wir sehen uns dann morgen wieder um 17 Uhr mit einer weiteren Folge von Let's Play Total War Attila mit den Pikten. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.